die rot ist. Ich habe Puschel aufgegessen und Yoshi sieht glücklicher aus. Und ich esse währenddessen meine Pizza. Ich muss immer Kamek seine Drogen versprühen. Ja. Ach, das Level mit dem Begleiterstein. Rated Companion Rock. Weißt du? Hast du geschafft den schon? Wie? Den Boss. Ja, schon lange. Bin jetzt schon im Level Rock'n'Roll. Das hab ich doch gesagt, dass ich ihn fertig hab. Deswegen hab ich auch meinen. Fertig. Und ganz, ganz cool fertig gemacht, den Boss. Was mach ich denn da? Sogar Yoshi war erstaunt von dem. Von diesem Skill. Ich hab mit einem Ei neun Viecher besiegt. Oh, na, da sind jetzt natürlich Zeit gewonnen. Ja, sehr viel. Also ich kann gut mit Eiern zielen. Ach, wer braucht schon Stein? Ich glitsche mich durch die Stage durch. Das klappt, glaube ich, nicht. Du brauchst da unten auf jeden Fall den Stein. Naja, ich nehme mal so weit mit, wie es geht. Was mache ich denn da? Das ist schon wieder Zeitverschwendung. Du musst dir noch eine Brücke bauen. Wenn er dann nämlich in den Abgrund rollt, dann ist er tot. Und du musst von vorne anfangen. Wer sagt das? Das Spiel. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, aber ich will das jetzt nicht ehrlich ausprobieren, weil ich nicht weiß, was da nochmal gleich auf mich zukommt. Oder war der Stein bloß für einen Bonus? Ich weiß es nicht. Irgendwie für Bonus. Für irgendeinen Bonusbereich. Cool. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich über diesen Abgrund darüber zu rollen. Dummerweise muss ich hier nicht hin. Oh, ich wurde vom Stein erschlagen. Aber ich lebe noch. Wie auch immer. Midway Point, der Steinkreis. Aber der Stein macht so einiges leichter. Nimm ihn einfach so weit mit, wie es geht. Braucht man den Stein überhaupt wirklich? Ich glaube nicht, weil wenn dann ein Steinkreis ist. Egal, ich nehme ihn jetzt, wie gesagt, als kleinen Freund. Ich hab irgendwie das dumme Gefühl, dass man ihn nicht braucht. Man braucht ihn noch nicht. Nee, braucht nicht. Nur vier für den Bonus. Zu kommen. Egal. Weil ich muss warten, bis der scheiß P-Switcher ausgelaufen ist. Da bist du schon? Ja. Wie bist du denn schon? Bin in der Tür drin, ich hab den Stein nicht mitgenommen. Das ist mir zu doof. Ah. Hä, aber wie kannst, was hast du mich denn so schnell eingeholt? Keine Ahnung, ich bin gerannt. Ich doch auch. Verdammt. Leben. So wie nachher in der Aufnahme. Leben, leben. Leben, leben. Wir leben für dich. Man kriegt Leben, wenn man kriegt. Das ist halt auf Gegner, diese komischen Balltippen auf Gegner. Ja, ich hab schon gesehen, ich hab gerade ein Leben dadurch mal bekommen. Ich hab jetzt 5 oder 6 Leben dafür gekriegt. So, fertig. Verdammt, habe ich Zeit verloren. Ich dachte, ich bin schnell. Ah, auch fertig. Aber ich habe leider eine Blume eingesammelt. Ich nicht. Wenn du 5 eingesammelt hättest, wärst du jetzt gearscht gewesen. Wäre Bonus gekommen. Mm-mm. Oder 4. 25 Punkte. Es gibt ja immer noch die Nieten. Genau. 25 Punkte und ich bin im nächsten Level. Und habe irgendwas mit 40 Leben oder so jetzt geschätzt. Ach, steht ja nirgendwo. Start. Da steht. Hätte Panzer mitnehmen sollen. Okay. Oh, Layer 3 Wasser. Wie offensichtlich. Och nö, ich hänge in der Luft fest. Wie, du hängst in der Luft fest? Ich hab grad ich hab einen Flutterjump gemacht, gleichzeitig ein Ding aktiviert und dann. Und gleichzeitig Zunge rausgesteckt. Da ist die Zunge in der Luft hängen geblieben. Mit mir. Jetzt erklär mir doch mal bitte, warum du das gemacht hast. Weiß ich nicht. Es ist passiert. Ich meine, warum hast du überhaupt dein Ding aktiviert? Was für ein Ding?
Ja, irgendeine Leiter. Du brauchst doch hier keine Leiter. Keine Ahnung, ich hab die aus Versehen abgeschossen. Ja, ich bin sowieso jetzt im Höhlenbereich. Hä? So, 20 Sterne. Muss ich doch da oben hin? Ja, du musst oben hin. Oh. Bereich Nummer 3. Ey, ich find's irgendwie doof, dass ich jetzt hinterher hänge. Bereich Nummer 2 wieder. Oh, oh nein! Oh. Ach nee, eine Krabbe. Komm her. Die Dinger, dass ich den Krabben küsse, du. Ja, es sind Krabben da. Ich hasse es so. Das ist die sinnloseste Türkombination aller Zeiten. Ja. Ah, du bist erst da, ich bin schon fast im Zielbereich. Ungefähr. Gefühlt, ne? Ja, gefühlt. Wie immer. Oh nein, wieso muss ich die Krabbe da durchbacken? Jetzt muss ich warten, oder was? Vergiss es. Ey, Kamera, scroll nicht so wieder so wild. Wieder das Scrolling-Bug? Nein, normaler Scrolling-Bug. Und weiß fast, doch, ich bin wenn man zu lange Flatterjump macht und dann... Ziel. Was? Ziel? Nein. Aber hätte ja sein können. Jetzt aber. Ich aber. Hä, was sind das hier für seltsame Plattformen hier jetzt? Die kann ich mich gar nicht erinnern. Komm nicht erst in einem Geheimlevel dann? Was? Hast du auch diese Seitwärtsplattform gehabt? Nein, doch, die kommt doch normalerweise. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Ich bin schon durch mit dem Level. Hä, bei mir fährt es in die falsche Richtung. So, 4-7. Ja, wenn es dann hier nicht in die falsche Richtung gefahren wäre. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Bin ich in dem Bonus drin? Hä, sind diese Pfeilplattformen nur in dem Bonusbereich? Keine Ahnung. Hattest du die? Na, ich weiß es nicht. Das will ich alles wissen. Oh, hier muss... Oh, fuck! Danke, Stachel, vom Plattform, die einen rettet. Hier oben... Oh, verdammt, ich habe einen riesen Umweg genommen. Ich bin unter dem Level lang geschwommen. Unter dem Level bin ich lang geschwommen und habe einen Bonusbereich gefunden. Was? Ja. Was machst du? 100% dran, ohne Absicht. Ich muss diese Plattform benutzen. Wie schlau ist das denn? Oh Gott, da sind Gegner, die mir wehtun wollen. Och nö. Hey, das ist nicht euer Ernst, die Entwickler. Die Entwickler mögen mich nicht. Blume mag ich nicht. Entwickler, ich hasse euch. Danke, dass ihr. Danke, Mario, dass du wieder zurückgeflogen bist. 2-7 bin ich jetzt. Ich bin jetzt schon lange 2-7, ich bin gleich beim Mittelwegskreis. Mittelwegskreis. Hm. Auch bekannt als Midway Point oder Sternenkreis oder irgendein komischer Bereich, der einen wieder ins Level lässt. Oh, okay, ich werde alle Plattformen überspringen. Mann, diese Plattform da, wenn sie... Nimm eine Abkürzung, dank dem Cooper da. Und Level geschafft. Aha. Schon Schluss. Fast. Ja. Und ich bin ja einfach nur falsch. Ah, okay. Du hast auch gerade einen Flatterjump dahin zu machen, oder was? Nee, ich bin noch im Eingangsbereich. So. Was ist es da, einen Flatterjump zu machen? Ja. Wow. Hat aber nicht geklappt. So, ich bin jetzt bei Riesen-Cooper. Ich bin Ziel. Ich
Ich bin jetzt beim Riesen Koopa Level. Da wäre ich jedenfalls gerne. Super Koopa Schloss. Toll. Mach doch nur Super Mario nach. Aber hat Nintendo darauf. Ich habe eine Blume eingesammelt dank einem. Oh, ich sag dazu nichts. Ich habe in dieser Welt kein Glück und damit steht es dann wahrscheinlich schon 2-2 nach diesem Run. Also denn du versagst jetzt richtig. Und zwar richtig, meine ich. Verdammt. Natürlich tut einem eine Kette weh. Natürlich. Normalen Menschen tut so eine Kette nicht weh, aber boah, wir sind Mario und Yoshi. Und Luigi später noch, aber dazu später mehr. Nein, stimmt, hier gibt es keinen Luigi-Modus. Oh, danke, dass ich diesen Midway-Point genommen habe. Und Yoshi schmecken auch die unheimlichen Dinge. Gar nicht. Ich darf hier Oh, ich würde gerne wissen, wo ich hier hin muss, weil es sind so viele Pfeile. Ich probiere es mal mit dieser Tür. Wieso habe ich so das Gefühl, dass man das Level nicht breaken darf? Ah, doch, kann man, okay. Man kann alles breaken. Vergiss oh, verdammt, es. Ich habe den Yoshi's Island Doom Glitch auf Doom total unterschätzt. Was? Welchen Glitch? Wenn man in eine Richtung gedrückt wird, dann springt man in diese ganz doll und in die entgegengesetzte ganz niedrig. Ja, das ist doch cool. Das ist total doof. Yay, Level richtig gebreakt. Und zwar richtig. Ich kann jetzt über die gesamte zweite Hälfte rüberflattern. Wenn es nicht plötzlich anfängt. Nee, nur im Bonusbereich. Cool. Naja, ich mach mir Eier hier. Hab genug Eier jetzt. Ich versuche das Level zu breaken, aber das Level will nicht. So, jetzt habe ich es gebreakt und jetzt ist das Ende. Oh, ich habe einen Bonusbereich gefunden in dem scheiß Level. 2-7. Oh, ich dachte schon, ich wieder in der Scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Jam. Okay, ich komme da nicht rein. Ich brauche einen Panzer des Koopas. Und ich komme nicht wieder hoch. Ich muss wieder in diesen Bereich rein. Das ist natürlich. Warum nimmst du nicht einfach einen Shortcut? Da gibt es keine Shortcuts. Natürlich. Was gibt einen Shortcut da? Natürlich. Nein, gibt es keine. Da gibt es nur einen Umweg. Es gibt einen riesen Shortcut. Dann nicht über Decke rennen oder sowas. Einfach durch die Wand. Was? Gibt's eine Wand, wo man durchrennen kann? Nein, aber man kann den Cheats anschalten. Das ist dann der beste Shortcut von allen. Dumme Ketten, die Yoshi meint zu verletzen. Was? Ketten? Ketten. Wieso gehe ich da hin? Ah, fuck, jetzt muss ich wieder zurück. Ganz zurück zum Levelanfang? Nein, zu dieser Tür und wieder hoch. Weil ich zu doof bin, zu checken, dass ich da was brauche. Namens Schlüssel. Oh, warum müssen die das Ding immer fallen lassen, wenn ich da gerade lang will? Oh, okay, ich weiß, wo man hier lang muss. Endlich eine Treppe. Endlich mal ein Stückchen weiter. Komm jetzt bitte deinen Schlüssel irgendwo hier. Hast du das Rätsel schon hinter dir? Ich habe gerade Schlüssel geholt mir. Und bin jetzt auf dem Weg zur ominösen Tür, die mit dem Schloss dran. Ich habe hier noch gar keine Tür mit dem Schloss dran. Ich glaube, wir sind gerade ganz woanders. Ja, ich bin aber trotzdem im Schloss. Er ist im Schloss, mysteriös. Schlüssel. Schlüssel, wie langsam bist du denn? Sorry. Yay! Der Flipper hat sich dank Sprite Memory weggeglitscht. Der Flipper hat sich weggeglitscht. Ich bin einfach von links nach rechts reingerannt zum Schlüssel und dann ist der Flipper wieder aufgetaucht. Fühlst du dich jetzt verletzt? Ja. Okay, tut mir leid. Übrigens, hier oben ist der Shortcut. Nein, ich bin so blöd. Doch, da oben ist ein Shortcut. Nein, ich bin so blöd. Ich hab nach unten gedrückt auf eine Röhre. Das ist kein Shortcut, das ist ein Bonus. Mist. Was, das mit den zwei Blumen? Ja, anscheinend. Ich habe einen Flipper weggeglitscht. Wie geil ist das denn? Mach das erstmal nach, Tazza. Okay, ich bin jetzt in der Schlüsseltür drin. Oh, ich habe die halbe Sektion des Rätsels drin. Tja, das Glück meint halt gut mit mir.
Verdammt. Posttür. Oh Gott, wie muss man den besiegen nochmal?